Okay, schaffst du das? Alles geht. Okay. Problematisch wird es natürlich, wenn du das versuchst. Ja, na gut. Schauen wir uns das mal an. Mama? Nein. Also, um was geht's? Weißt du, worum es geht heute? Sag's nochmal. Aber du kannst dich ruhig trauen. Schau, das sind fast keine Leute. Okay. Also, sagst du uns jetzt nochmal, worum es heute geht? Mama. Wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Oh. Sagst du es nochmal? Friedensmann machen. Das heißt, es geht um den Frieden, oder? Siehst du das auch so? Okay. Ja, das ist schon mal nicht so ganz falsch. Es geht um den Frieden. Komischerweise, wir sind da auf der größten Shoppingmeile Wiens. Mama? Na, um Mama geht es heute nicht. Wir sind auf der größten Shoppingmeile Wiens und da glauben die Leute, sie sind sehr friedlich. Du, warum sollen wir heute jetzt nochmal über Frieden reden, wenn da die Leute so friedlich shoppen? Nein. Du hast recht. Eigentlich, warum sollten wir da überhaupt darüber reden? Aber ich glaube inzwischen, leider Gottes, ist es heutzutage notwendig. Schau, du bist noch nicht so lange auf der Welt, ja? Du kennst es nicht anders, aber ich kenn's auch anders. Also, es gab auch Zeiten, da habe ich nicht jeden Tag in der Zeitung oder im Fernsehen Schreckensmeldungen gehört von irgendwelchen ganz furchtbaren Menschen, die irgendwelchen ganz furchtbaren Terror. Aber das Interessante ist, pass auf, das kannst du ja auch noch nicht wissen, ja? Aber das Interessante ist ja, diese Meldungen, die wir da lesen, die werden auch von jemandem geschrieben. Und zwar von jemandem, der dafür bezahlt wird. Und derjenige, der ihn dafür bezahlt, das ist eine Firma, ein Unternehmen, die Geld machen wollen. Also sprich, das ist ein kommerzielles Unternehmen. Und die kommerziellen Unternehmen machen für uns die Nachrichten, die wir tagtäglich so konsumieren. Und wir glauben, dass die neutral sind oder unabhängig, diese Nachrichten. Ist schon irgendwie eigenartig, oder? Kann es nicht vielleicht sogar sein, dass bestimmte Firmen, Menschen, Staaten oder sonstiges mit ein bisschen Einwurf von Geld sich vielleicht eine angenehmere Berichterstattung erkaufen können? Können wir das ausschließen? Ich glaube nicht, oder? Oder umgekehrt. Vielleicht kann man mit Einwurf von ein bisschen Geld auch ja, die Schlagzeile haben, die man haben will, um jemand anderen schlecht zu machen. Das nennt man im Allgemeinen Propaganda. Es gibt einen unheimlich intelligenten Satz von Aldous Huxley. Ich übersetze es jetzt mal ins Deutsche. Der sagt so viel wie: Die Aufgabe eines Propagandisten ist es, einer Gruppe von Menschen das Gefühl zu geben, dass eine andere Gruppe von Menschen keine Menschen sind. Interessanterweise passiert im Moment genau das, oder? Habt ihr auch das Gefühl? Also wurscht, wo man hinschaut, in den Medien, es wird immer wieder davon berichtet, von Gruppen oder von Einzelpersonen. Putin zum Beispiel, Putin. Das ist eine Person, ja? Das ist ein Mensch. Und es wird der Eindruck erweckt, der repräsentiert eine große Gruppe von Menschen, die alle so sind wie er. Also genau genommen, ich weiß nicht, Leute, ob ihr das wisst, aber es gibt über 140 Millionen Russen. Das sind ziemlich viele. Und die sind nicht alle wie der Putin. Nein. Die sind alle verschieden. So wie wir da stehen und sitzen, alle verschieden sind. Aber warum wird uns so der Eindruck erweckt im Moment? In den Medien, die wir so konsumieren, das sind die Russen oder der Russe. Es gibt den Russen, die sind alle gleich. Der Russe. Ja? Das wundert mich. Das habe ich hinterfragt, warum das so ist. So was heutzutage im Internet. Logischerweise, ja. Ich meine, im Internet, versteht mich nicht falsch, im Internet steht viel Schrott. Sehr viel Schrott. Aber man findet auch die Sachen, die vielleicht irgendwo anders nicht abgedruckt werden oder nicht ausgestrahlt werden. Und man kann sich beginnen beispielsweise damit, ja, zu hinterfragen, sich Videos anzuschauen.
Bücher zu lesen, nach Webseiten abzugrasen, von anderen Nachrichtenagenturen. Und dann plötzlich entdeckt man was. Und zwar, wir haben einen blinden Fleck in Österreich. Einen blinden Fleck in Österreich und in Europa. Und dieser blinde Fleck ist irgendwie, ja, dieser blinde Fleck hat etwas damit zu tun, dass wir glauben, wir sind die westliche Welt und das war schon immer so und das gehört so und es gibt eigentlich nur die westliche Welt und alles andere ist eigentlich dritte Weltland. Ich habe beispielsweise letztens einen sehr interessanten Artikel von in der FAZ gelesen. Da schreibt ein Kolumnist so in die Richtung, und das ist jetzt bitte nicht übertrieben, das ist zwar nicht wortwörtlich wiedergegeben, aber in etwa so. Die NATO muss eigentlich gar keine Angst haben, Russland anzugreifen. Weil die Russen, die haben sowieso nur Schrott. Ja, Schrottmunition, Schrottschiffe, die in irgendwelchen Häfen dahin rosten. So wird das, dieses Bild wird uns vermittelt. So in die Richtung, eigentlich wäre es gar nicht so schlecht einmal. Vielleicht klopfen wir beim Russen einmal an, der hat viel Gas. Ha? Klopfen wir mal bei ihm an. Vielleicht gibt er uns was ab davon. Und wenn nicht, dann können wir vielleicht ein paar Bomben auf ihn werfen und dann gibt es uns vielleicht freiwillig. Und das Interessante ist, es wird uns der Eindruck vermittelt, das wäre in Ordnung. Weil die sind ja alle, die sind Putin. Die dort. Die da drüben, da werden so alte Feindbilder wieder aufgeweicht, ja. Die da drüben, der Russe. Könnt ihr euch erinnern, das war der Böse, früher, Kommunist und so, der Russe. Und wisst ihr, ich hab wirklich ein Problem damit. Ich habe einfach ein Problem damit, aber ich möchte niemandem die Schuld daran geben, sondern ich glaube, die Schuld liegt bei jedem von uns. Die Schuld liegt insofern bei jedem von uns, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, uns über umfassend zu informieren. Wir müssen nicht nur die Zeitung lesen, wir müssen nicht nur die Presse, den Standard lesen, wir müssen nicht nur den ORF schauen. Jeder von uns kann sich informieren. Und ich habe das getan und ich habe für mich persönlich, und ich werde euch sicher euch nicht sagen, was ihr da finden könntet, aber ich für mich habe persönlich etwas gefunden. Und zwar, ich glaube, wir sollen digitale Generalmobil machen. Erste Stufe ist die, wir haben zu wenig Ressourcen, wir müssen uns die Ressourcen irgendwo holen. Zweite Stufe ist die, da gibt es ein Land, da wohnen Unmenschen und die haben viele Ressourcen. Und der dritte Schritt ist dann nicht mehr weit. Der dritte Schritt ist dann, okay, hey, let's bomb it und holen wir uns die Ressourcen. Ah ja, super, ja, psychedelic terrorism. Und da sage ich einfach nein dazu. Da habe ich keine Lust darauf. Ich bin in keiner Partei, ich bin in keinem Verein, ich fühle mich überhaupt keiner Gruppierung zugehörig oder sowas. Ja? Ich bin einfach ein Mensch, der hinterfragt. Und ich habe begonnen, jeden Montag zu hinterfragen, und zwar um 18.30 Uhr vor dem Parlament. Dort treffen sich seit Monaten jeden Montag Menschen, verschiedenste Menschen, ja? Verschiedene Altersgruppen, keine Ahnung, verschiedene Hautfarben, verschiedene Herkunft, also keiner Gruppe zugehörig. Ja? Die treffen sich dort einfach und tauschen sich aus. Über die Informationen, die sie selber bekommen haben oder über ihre Sorgen, einfach etwas Zwischenmenschliches, etwas Direktes. Ich finde das super und deswegen unterstütze ich das. Das nennt sich Friedensmahnwache. Das ist eine Bewegung, die in Deutschland gestartet hat. Ist nach Österreich rübergeschwappt, wenn man so will, weil wir sind immer ein bisschen später als die Deutschen dran. Und da machen jetzt einfach sehr viele Menschen mit. Das sind nicht nur ein paar. Das sind über 100 Städte in Europa. In über 100 Städten in Europa demonstrieren jeden Montag Menschen für den Frieden. Habt ihr irgendwas davon schon mal im ORF gehört? Also ich meine 100 Städte, ja, das ist kein Lehrerschaus, versteht's mich nicht falsch. 100 Städte. 140 sind es, entschuldige. Bin schon wieder nicht up to date. 140 Städte. Das ist ja kein Lerchelschaus, ja? Ich habe nichts davon gehört. Und da frage ich mich schon, warum. Ich glaube ganz einfach, dass so eine Bewegung unangenehm ist. Das passt einfach nicht in diesen Plan hinein. Ja? Das passt nicht hinein in dieses, ja, einmal so ein bisschen Krieg spielen. Krieg spielen wäre irrsinnig fein. Für manche Menschen wäre Krieg spielen super. Beispielsweise die in Aktien von Rüstungsunternehmen investiert haben. Nein, für die wäre ein fetter Krieg urleibend. Die hätten richtig Rendite. Aber ich glaube einfach, für die Mehrheit von uns wäre das nicht so super.
Also ich selber habe keinen Krieg miterlebt. Aber ich weiß von meinen Eltern, von meinen Großeltern, wie scheiße das ist. Und ich glaube nicht, dass wir das da brauchen. Und selbst wenn wir es bei uns nicht brauchen oder nicht haben, sollte es uns trotzdem auch etwas angehen, wenn der Krieg woanders ausbricht. Wisst ihr eigentlich, dass das, was jetzt in der Ukraine im Moment stattfindet, wirklich schon, eigentlich schon Krieg ist? Das ist Bürgerkrieg. Ja? Es wird uns immer noch verkauft als ein Aufstand von Separatisten. Das ist ein interessantes Wort, Separatisten. Ein Separatist ist jemand, der sich abseparieren will. So kann man es interpretieren. Es kann aber auch bedeuten, es hat seine sehr, wie soll ich sagen, seinen negativen Beigeschmack. Ja? Man kann so jemanden auch Freiheitskämpfer nennen oder Unabhängigkeitskämpfer. Nein, aber es wird immer Separatist gesagt. Ja? Und Separatist hat wirklich einen sehr negativen Ton. Man muss das ein bisschen verstehen. Diese Menschen in der Ostukraine fühlen sich kulturell Russland sehr nahe. Geschichtlich, das ist einfach so. Ja? Bei vielen geht einfach in den Familien, da gibt es keine Grenze zwischen Ukraine und Russland. Das geht einfach kreuz und quer. So, und diese Menschen fühlen sich bedroht. Die fühlen sich einfach bedroht. Warum? Weil in Kiew inzwischen eine Regierung an der Macht ist, in der Faschisten sitzen. Und zwar, das ist offenkundig, das kann jeder von euch nachrecherchieren. Da sitzen Faschisten drinnen, ja? Und diese Faschisten, ja, haben ein Interesse daran, die Ukraine, wie sie es selber nennen, zu säubern. Das Vokabular kennen wir noch aus einer anderen Zeit, oder? So, und diese Menschen in der Ostukraine, die haben Angst. Die haben wirklich Angst. Die haben Angst davor, jeden Montag beim Parlament, was da passieren wird, wenn das um sich greift. Und deswegen wehren sie sich dagegen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob es legitim ist, mit welchen Mitteln sie sich dagegen wehren. Oder über das Bilderberg-Treffen nächstes Jahr in Tirol. Natürlich, und davon könnt ihr hundertprozentig ausgehen, spielen die Großen, die Weltmächte hier eine gewichtige Rolle bei dem Konflikt. Also ihr könnt einmal fix davon ausgehen, dass sowohl die NATO als auch Russland die jeweilige Seite unterstützen mit Waffen und sonstigen. Ob logistisch, ob mit Informationen, egal was. Ja. Wisst ihr, und das stört mich irgendwie so ein bisschen. Ja. Warum höre ich in unseren Medien ständig nur davon, dass ihr Russland jetzt Völkerrechtsbruch betreibt, weil sie die Separatisten unterstützen. Das kann schon richtig sein, ja. Aber ganz ehrlich, wenn man über das berichtet, muss man über die andere Seite auch berichten. Dass beispielsweise Blackwater, ehemals Blackwater Söldner inzwischen in der Ukraine ein- und ausgehen und dort kämpfen. Ja? Blackwater ist zwar ein privates Unternehmen, aber ich meine, kann man relativ leicht bezahlen. So. Über die Seite muss man genauso berichten. Warum tut man das nicht? Ja? Und damit habe ich einfach ein Problem. Ich habe einfach ein Problem damit, einseitig zu sein. Ich habe ein Problem damit, einen blinden Fleck zu haben. Und deswegen gehe ich jeden Montag um 18.30 Uhr vors Parlament und demonstriere dort mit vielen anderen Menschen für den Frieden. Weil uns der Frieden wichtig ist. Ich habe keinen Bock auf Krieg. Ganz ehrlich, habt ihr Bock auf Krieg? Also ich nicht. Wirklich nicht. Das ist mein Sohn, der Kleine da. Der ist 15 Monate alt, ja? Der versteht nicht, was da abgeht. Aber ich habe wirklich keine Lust, dass ich ihm irgendwann einmal erklären muss, warum ein Europa in einen großen Krieg eingetreten ist. Ja? Und mit Europa meine ich auch uns, weil Leute, ganz ehrlich, glaubt ihr ernsthaft immer noch, dass Österreich neutral ist? Ich meine, tagtäglich wird Kriegsgerät über österreichisches Gebiet transportiert. Vor kurzem hat die größte NATO-Gefechtsübung stattgefunden in Deutschland. Seit den 80er Jahren. Und soll ich euch was sagen? Das österreichische Bundesheer hat daran teilgenommen. Warum, wenn wir neutral sind? Warum nehmen wir an sowas teil? Ich meine, versteht es mir nicht falsch, die paar lächerlichen Eurofighter haben eh nichts ausgemacht da, ja. Aber warum machen wir da mit, wenn wir neutral sind? Fragt euch das. Und am besten fragt euch das einfach jeden Montag um 18.30 Uhr vor dem Parlament oder ihr schaut auf www.friedensmahnwachen.at und informiert euch.
Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Einkaufsfreitag.